Freunde der Rennbahn-Action, willkommen! Es kommt der Tag, da muss man ein Video drehen und ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Erstens die Carrera-Bahn und den Thomas. Ah, sicher, es geht hier um Autos. Da muss ich ja gucken, was man da machen kann. Hier ist was ins Haus geflattert und zwar die? Es ist die 124er Digital Born to Perform. Da bin ich ja sofort an den Start gekommen. Da sehen wir uns. Und ich musste auch helfen, das Ding wiegt genauso viel wie Steff. Ist korrekt. Und das ist genau mein Metier, selbstverständlich. Dementsprechend sind wir da. Wir haben sie aufgebaut, über 9 Meter lang. Es gab ein professionelles Aufbau-Live-Video von uns auf Steffs Twitch-Kanal, der immer zu empfehlen ist. Immer. Und das hat immer absolut alles, wie ihr das von uns gewöhnt seid, beim ersten Mal geklappt. Na sicher. Als wir dann die Anleitung rausgeholt haben, Entschuldigung, dann hat es geklappt beim ersten Versuch. Ja, und die 3 Stunden davor, die müsst ihr euch ja nicht angucken. Das ist ja gar nicht wild. Letztendlich war die erste Herausforderung, und ich konnte das nicht glauben, ja, das Paket ist groß, aber mit Größe habe ich kein Problem. Allerdings mussten wir auch hier im Haus einen Ort finden, an dem wir dieses Gerät unterbringen können. Thomas erzählte mir irgendwas von 3 Meter plus, dachte ich, so ein Quatsch. Aber falls ihr uns nicht seht, hallo, wir sind's. Mobiliar brauchen wir nicht mehr. Die Carrera bauen wohnt jetzt hier. Die wohnt jetzt hier. Es ist wirklich, also die ist groß. Also wie ich schon eben sagte, 9 Meter Strecke. Und wir haben 3 Meter irgendwas in der Länge, 2,50 irgendwas in der Tiefe, sagt das Ding. Also das Wohnzimmer ist glücklicherweise groß. Ihr bekommt 2 formschöne Autos, die Steff gerade uns präsentiert. Oh mein Gott. Hübsch. Und echt, echt hübsch. Wir haben 2 Wireless Controller dafür. Wir haben den gelben mit dem pinken, lilanen Auto gepaart und den roten mit dem gelben, damit es spannend bleibt. Ja. Wir haben eine sehr genau auskalkulierte Zahl von Brückenpfeilern dabei. Das hat uns eine Stunde gekostet. Nicht spoilern, warte. Wenn ihr denkt, ihr braucht 20 davon, was denkt ihr, was Carrera denkt, wie viel ihr braucht? 20 Amateure. 8. Und das muss so. Das gehört so. Und wir haben uns gefragt an alle Carrera-Liebhaber, an alle Kenner, ist das hier irgend so eine Challenge? Ja. Gibt es ja was, was wir wissen müssen, von dem wir vorher noch nichts gehört haben? Denn es waren genau die. Und nachdem wir selbst sehr gut ausklamüsert haben, wie es am besten hält, haben wir in der Einleitung gesehen, wir haben das gar nicht so gut gemacht, wir haben es dann auch nach Anleitung geändert. Und jetzt ist das stabil? Es ist fast Hugo-sicher. Also wenn es unser Godzilla hier mal drüber latscht, kann es auch schief gehen. An alle Katzenbesitzer, wer noch so ein üppiges Modell hat wie wir? Also üppig, das ist die kleinste Katze der Welt. Was hat er, 3,5 Kilo? Vielleicht ist er schon über 4. Aber ist auch egal. Also jedenfalls, Winterfell. Als er hier drüber lief, fiel das alles zusammen. Er fand es angemessen. Wir begannen von vorne. Egal, jetzt haben wir das so geschafft. Wir haben es so geschafft, genau. Wir sind jetzt auch mit den Stützen, hätte ich nämlich auch andere Sachen gemacht, wie ihr, weil ihr so nah dran seid, genau sehen könnt, haben wir auch wunderschöne Auslaufzonen drumherum gebastelt. Dort drüben habe ich auch noch eine Bande installiert, weil Steff jetzt nicht die ruhigste Fahrerin ist. Aber hier ist die Kurve, wo sie mal rausschmiert. Das habe ich mal gelassen, um zu zeigen, dass die Bande sinnvoll ist. Und dort habe ich sie für die Deko mal angebracht. Aber ansonsten hatten wir dann auch gemerkt, dass wir einen großen Sack von diesen roten Clips dabei haben. Das war ein Thema. Und die liegen nicht zum Spaß bei. Aber wir haben es halt auch gedacht, wir kriegen das so hin. Und wie man uns so kennt, wir sind ja alte Building-Profis. Natürlich. Und dann haben wir die zusammengesteckt, bis uns auffiel. Das ist das reguläre Carrera-Stecksystem. Also hier jeweils mit Metallen und Plastik. Das klappt alles wunderbar. Und dann fiel uns auf, die müssen auch noch dazwischen. Leider fiel uns das am Schluss auf. Als alles schon aufgebaut war. Und wir hatten uns gewundert, warum die irgendwie doch nicht so ganz stabil aneinander hält. Und wenn man an einer Ecke sich ein bisschen bewegt, dann an der anderen das sich wieder löst. Dann wollten wir die alle total ambitioniert anbringen. Und ab der Hälfte dachten wir, so passt jetzt auch schon. Eh schon schön. Thomas sagte, das ist ganz klar für Liebhaber und Enthusiasten. Enthusiasten, die richtig Gaudi daran haben. Es ist, wie gesagt, es ist ein Steckefriemel, bis das steht. Ich nehme aber mal an, aber das ist jetzt natürlich eine Frage an die Carrera-Profis. Wie oft baut man das um? Ist es dann eigentlich so, dass man sich eine Anlage baut und die dann cool findet und die bleibt dann so? Oder ich meine, es ist ja kein Konzept. Erstmal ist die zu teuer dafür, um sie in ein Kinderzimmer einfach zu schmeißen. Und wenn man dann, also so, wir liegen so über 400 Euro für so eine Bahn. Wenn man dann, also für dieses Starter, also sagen wir mal 124er Startset nehme ich mal an. Es gibt ja dann noch viele Ergänzungen, die man kaufen kann.
Und also das heißt, man schmeißt sich ins Kinderzimmer, weil das Auf- und Abbauen ist auch viel zu zeitaufwendig und viel zu diffizil. Das wird ja nichts. Das heißt, man hat doch dann seinen Hobbykeller, seinen Dachboden, ich weiß es nicht. Und dort baut man das doch dann wahrscheinlich auch mal. Oder vielleicht auch eine schöne Zweitwohnung, angemessene. Richtig, eine angemessene Zweitwohnung dafür. Und dann baut man das richtig auf. Und ich nehme an, das wird nicht mehr häufig bewegt. Und dann fixiert man es doch wahrscheinlich auch an irgendeine Art von Untergrund. Also machen wir es kurz. Aus. Thomas wollte es am Boden festschrauben. Richtig, das war mein Plan. Ich habe mir gedacht, Mietwohnung kann man noch mal machen. Ja. So, genau. So, also jetzt steht das Ding. Wir haben ein paar Fakten. Packungsinhalt. Packungsinhalt. Ist das wichtig? Das kriege ich vielleicht noch hin. Das, Packungsinhalt. Hier ist das Wichtige, die Info, dass man, wie man das anbringt, ist auf der anderen Seite, die du jetzt gerade nicht... auf dich. Da. Auf der Startpackungsinhaltsseite, dort ist nämlich markiert, wo die Pfeile hin müssen. Das ist ein echt wichtiges Blatt. Haben wir einfach wegignoriert, weil wir es so gut können. Richtig. Das heißt, hier der Packungsinhalt, das wird euch überraschen, und zwar diese Bahn ist da drin. Ja, okay. Also da sind noch ein paar Autos drin, ein bisschen Stecksysteme, die man bitte beachtet. Wie gesagt, hier liegt noch ganz viel Leitplanke, die wir an diversen Ecken noch nicht angebracht haben. Die wird festgemacht mit solchen Nupsis, ich glaube auch das ist bekannt. Und diese roten Dinger hier... Tut euch den Gefallen, denkt kurz drüber nach, wie lang soll das stehen und wie stabil. Und dann sind die echt nützlich und auch hübsch. Hübsch. Habe ich extra meine Klamotte angepasst. Sehr kleidsam auf jeden Fall. Und wie gesagt, es handelt sich um ein Digitalprodukt hier, nicht um die Analog-Exklusivlinie. Das nochmal ein bisschen. Beschreibung ist toll. Es gibt hier ganz viele Infos, auch für den ersten Gebrauch. Die Akkus für die Wireless-Controller werden separat geliefert. Da schraubt man unten, wir haben einen sehr netten kleinen Kreuzdreher dabei. Da schraubt man auf, steckt die dann an und dann packt man sie in ihre Ladestation da drüben rein, sobald man, manche Damen fangen auch schon an zu spielen. Das ist was? Ein Headstart hier. Aber dabei ist das so interessant, was in der Anleitung steht. Es ist einfach das Interessanteste. Und ich wollte nur mal kurz sagen, damit, weil wir werden das nicht alles, weil wir haben auch nicht unbedingt die Ergänzungssets dazu. Aber wir haben natürlich eine Pitlane-Funktion auch dabei. Wir haben aber auch ganz entspannte Sachen. Wir haben Weichen natürlich, das ist klar. Und wir haben in die Kodierung, was man hier reinpacken kann. Wir haben einen Modus, dass die autonom fahren, die Fahrzeuge. Wir haben einen Pace-Car-Modus, das gibt es auch. Wir können die Grundgeschwindigkeit der Fahrzeuge einstellen. Also das ist so, das kennt ihr vom Valet-Modus in eurem Auto, ja, damit dann die, wenn die das Ding parken, dann nicht irgendwie heizen wie die gestörten. Das haben wir auch dabei. Wir haben das Bremsverhalten der Fahrzeuge, das wir einstellen können. Wir können den Tankinhalt der Fahrzeuge einstellen. Die Pitlane-Funktion auf jeden Fall. Wir haben Stromsparfunktion, das ist ganz wichtig, selbstverständlich. Wir können das Fahrzeugchassis Höhen verstellen bei diesem Set. Also ich würde fast sagen, wir können Dinge tun. Wir haben natürlich Sound, das ist auch sehr wichtig. Steff fährt natürlich auch gerne. Wir können hier noch verschiedene, wir können Dinge tun. Wir können wirklich Dinge tun. Und Steff kann vor allem fahren. Und jetzt, ich wollte mitspielen. Ah, das ist gut, welche Funktion das hat, aber wisst ihr, was die beste Funktion ist? Der Knopf. Und das ist, wenn man sollte manchen einfach keinen roten Knopf zur Verfügung stellen, auf den die einfach drücken dürfen, wenn sie wollen. Ich nehme den gelben Knopf. Halt! Ich wollte doch das Lila, aber das ist stehen geblieben und dann konnte ich nichts mehr damit machen und ich war einfach auch zu langsam. Ihr müsst nämlich wissen, wenn man zu langsam fährt, das ist nicht cool. Das ist nicht cool einfach. Das sind ja schließlich Rennautos. Kommst du wieder zum Start rüber, bitte? Schaffe ich nicht. Ich habe den doch angestupft, dass er wieder fährt. Hui. Die hat sich einfach nach vorne gedrängt. Konnte ich gar nichts dafür, wegen dem Knopf. Und guck mal, wir haben da eine Startfunktion. Wenn du da kurz ein bisschen rückst, können hier ganz viele Sachen machen. Hier ist der Wireless-Controller. Und hier haben wir Sachen für Speed, Brake, Fuel, Coach. Da können wir alles Mögliche machen. Aber hier ist auch eine Startfunktion. Und auf diese Startfunktion können wir draufdrücken. Dann gibt es diese fünf Lichter, die auf diesem Bogen leuchten. Wenn ich jetzt nochmal drücke... Ja, ich muss hier erstmal, ich mache das mal alles auf diesen großartigen Strandmond. Wenn ich nochmal drauf drücke, geht gleich ein Countdown los. Okay. Wenn alle leuchten, dann geht es noch nicht los, erst wenn die ausgehen. Also alle fünf müssen rot leuchten und dann, wenn sie ausgehen, geht's los. Ansonsten gibt es nämlich einen Frühstartfehler. So. Und? So. Ganz wichtig ist, seid nett zueinander. Sich gegenseitig zu hauen bringt überhaupt nichts. Boah, du driftest ja. Ich glaube, das ist verboten. Hä, in welcher Welt? In meiner. Hast du nicht das Fahrzeug? Hey! Oh.
Da kommt er doch hier. Aber die ganz entspannte Auslaufrunde hier. Alle jubeln. Ja, servus, hier, Weltklasse, alles gemacht. Hier ist ja auch der Spurwechsel noch, wenn man genau weiß, wie es geht, über diese Taste hier. Und mit der kann man auch das Licht am Auto an- und ausmachen, was natürlich auch eine wichtige Funktion. Quasi ein bisschen Lichthupe, ne? Aber man muss sein auf der Rennstrecke. Genau, man kann auch ganz entspannt fahren. Das ist eine wichtige Sache. Man muss nicht immer rasen, ja? Na, Hugo? Auf jeden Fall habe ich Freude. Ich kann nämlich rumflitzen. Was meinst du? Also ich finde es großartig, nachdem wir jetzt unsere Möbel weggestellt haben, das war es auch wert. Also man braucht ein bisschen Platz für dieses Teil, wie ihr seht. Und natürlich macht es Gaudi, klar. Was gibt es Besseres, als gegenseitig abends zusammen Rennen fahren und dann sich danach die Freundschaft zu kündigen? Richtig. Ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Wir fahren jetzt noch eine Runde. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Bitte nehmt uns nicht übel, falls wir karrieratechnisch was vergessen haben. Wir sind keine Profis. Doch. Aber bald. Ah, volle Wäsche hier. Wenn wir hiermit fertig sind. Auf dem besten Weg.